Der nächste Fall, 73 Jahre alter männlicher Patient, Erstvorstellung im April 2008. Ich zeige Ihnen jetzt hier, was wir an Vorinformationen hatten. Die müssen nicht immer stimmen, was da steht. Aber es ist das, was sozusagen in der Klinik in meiner Kornea-Sprechstunde reingekommen ist, an Information. Sehen, hier geht es ums rechte Auge. Das rechte Auge ist abgesunken mit dem Visus auf Lichtprojektion und er kam, hat sich bei mir vorgestellt mit der Bitte um eine Archokeratoplastik bei metaherpetischem Ulkus. Sie sehen hier ist so eine matratzenförmige Naht der Bindehaut. In der Anamnese war vermutlich eine Bindehautdeckung vorher gewesen und in der Anamnese vorher war wohl mal eine Trabekulektomie vor 3 Jahren andernorts durchgeführt worden. Die andere Seite sieht noch ganz gut, 0,6 Katarakt bedingt. Was würden Sie tun? Fangen wir bei der Frau Rotas an. Frau Rotas, was wäre Ihre? Was würden Sie tun? Ist jetzt relativ schwierig mit dem Bild zu beurteilen, ob es sich um eine oberflächliche Trübung handelt oder um eine tiefe Trübung. Die ist tief getrübt, die Kornea. Können wir mal davon ausgehen. Dann würde ich unter antiviralem Schutz perforierend transplantieren. Mhm. Gehen wir mal weiter. Gibt es Druckprobleme? Der Druck ist im Moment unter Therapie in Ordnung. Also Druckprobleme gibt es, ja, aber sie sind therapeutisch unter 20. Er hatte 3 Jahre zuvor eine Trabekulektomie. Ja, 3 Jahre zuvor eine Trabekulektomie, aber die Druckprobleme sind mit der Trabekulektomie nicht dauerhaft gelöst. Ja, ich würde aber erstmal wirklich den Druck und maximal unter Monotherapie versuchen, in den Griff zu kriegen, bevor ich transplantiere, sonst rausche ich in ein ziemlich empfindliches Feld rein. Mit CPK möglicherweise vorbehandeln, bis man vernünftige Drucksituationen hat, um Ruhe für die Transplantation zu kriegen, weil Ascho ist da im Moment ja keine Gefahr. Ich sah irgendwie keine dünne Stelle, die für eine Perforationsgefahr spricht. Vielleicht, ja? Ich würde den Patienten zu Herrn Dunker schicken. Hatte offensichtlich ein gutes Einführungsreferat gehalten. Und was würden Sie machen? Das ist sicher eine schwierige Situation. Nicht? Das ist tief vaskularisiert, die Hornhaut. Ruhig das Bild nochmal von der Hornhaut drauf. Ich denke, also es gibt zwei Varianten. Entweder tatsächlich unter antiviralem Schutz transplantieren, perforieren, transplantieren. Auch mit Immunsuppression, das mag Erfolg haben, aber man könnte auch diskutieren, erst lammelär zu transplantieren, zu warten und dann gegebenenfalls im Intervall eine perforierende Transplantation dann nach Typisierung und allen Möglichkeiten, die wir haben. Gut. Toni, wolltest du noch was sagen dazu? Ich kann mich dem anschließen. Ich würde allerdings, glaube ich, nicht eine Lamelläre hier machen, weil das offensichtlich ja sehr tief durchgehend ist, sondern unter massiver immunsuppressiver Behandlung den Versuch einer perforierenden Keratoplastik zu machen. Aber man muss natürlich sagen, bei allen Dingen, die man da tut und macht, also unter antiviralen Schutz natürlich, ist das eine Patient, wo man wirklich klar sagen muss, der hat eine nicht so tolle Chance, dass das alles klar bleibt. Nicht? Und er muss natürlich, das ist wichtig, wenn man da transplantiert hat, über einen sehr langen Zeitraum weiter antiviral und immunsuppressiv möglicherweise auch systemisch hier arbeiten. Ne? Genau. Ich fasse mal zusammen, eine Hochrisikosituation mit Sicherheit und nicht ganz einfache Situation. Was haben wir gemacht? Wir haben zunächst mal in Anführungsstrichen nichts Chirurgisches gemacht. Das Risiko, dass man, wenn man so ein Auge und meiner Ansicht nach relativ ohne Not transplantiert, ist die Abstoßungswahrscheinlichkeit so hoch, dass man dem Patienten eigentlich nicht zumuten kann, bei noch gutem Visus auf dem anderen Auge. Insofern haben wir erstmal 1 Jahr konservative Therapie hier gemacht und wie Frau Roth das auch vorgeschlagen hat, erstmal den Druck in Ordnung bringen, die Herpesinfektionen raus, Acyclovir, aber auch Infanifran. In der jeweils geschicktesten Kombination, dann sah das nach 1 Jahr so aus. Sie sehen, die Bindehaut ist wesentlich ruhiger, allerdings haben wir immer noch tiefe Vaskularisationen, hier oberflächliche und hier tiefe Vaskularisationen, die ins Zentrum des Auges ziehen. Hier das metaherpetische Ulkus ist weitgehend abgeheilt, die Kornea ist durchgetrübt, macht also eine lamellärende Vorgehensweise auch keinen großen Sinn. Aber wenn ich da jetzt rein transplantiere, habe ich natürlich immer noch eine heftige immunologische Antwort zu erwarten. Ich habe zu erwarten, dass es vielleicht sogar ein Herpesrezidiv gibt sogar, und
sich das mit der immunologischen Reaktion noch weiter hochschaukelt. Insofern haben wir als Vorbereitung auf die Keratoplastik dort eine Methode gewählt, die wir jetzt immer häufiger anwenden, die eigentlich aus der refraktiven Chirurgie kommt, nämlich eine CK, eine konduktive Keratoplastie. Das ist ein, ich zeige es mal, ein kleines Gerätchen, was wir hier sehen, womit man die Kornea lokal aufheizen kann. Also es werden Radiowellen ausgesandt, es entsteht eine lokale Aufheizung der Kornea, sehr präzise, sehr tiefgehend, sodass man Gefäße einzeln angehen kann. Das ist jetzt nicht der Patient, das ist ein anderer. Aber das ist die Vorgehensweise. Und am Ende dieser Behandlung haben wir dann Avastin, damit die Gefäße nicht wiederkommen, unter die Tenon gespritzt. Wir haben also versucht, eine immunologisch optimale Situation zu schaffen, bevor wir transplantieren. Denn bei so einem Patienten hat man nicht beliebig viele Chancen auch. Wenn das einmal abgestoßen wird, die Rekeratoplastik hat mit Sicherheit eine schlechtere Chance. Hier sehen Sie jetzt den Zustand dann einen Monat nach dieser Behandlung. Sie sehen von dieser CK noch diese Überbleibsel hier, diese Markierungen von diesem CK-Stab, aber die Vaskularisation ist nicht wiedergekommen, ist im Moment ein vaskularisationsfreies Auge. Und was das Avastin eben auch als Nebenwirkung oder beziehungsweise als Wirkung hat, es wirkt nicht nur auf die Angiogenese hemmend, sondern auch auf die Lymphangiogenese. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass auch weniger Lymphgefäße, dort pathologische Lymphgefäße im Empfängertransplantatbett sind. Wir haben dann einen Monat danach eine Keratoplastik durchgeführt mit einem geführten Trepansystem, perforierend 7,5 mm. Dort erneut nochmal Avastin nachgegeben. Und 6 Monate postoperativ haben wir hier ein Ergebnis, was sehr schön ist, 0,4 pp Sehschärfe. Die Refraktion ist auch wunderbar mit einem kleinen Astigmatismus. Und vielleicht zeigst du jetzt mal, wie es dem Auge von Herrn Fischer und Herrn Fischer selbst geht. Ja. Sehen hier schönes, klares Transplantat, die doppelt fortläufende Naht. Die Pupille weit noch etwas. Der Patient ist optisch auf dem Auge schön rehabilitiert. Auf der anderen Seite ist der Visus 1-0 nach Phakochirurgie. Er muss natürlich jetzt noch immunsupprimiert werden, wie Toni auch schon gesagt hat, kriegt im Moment Cellsept noch für ein halbes Jahr. Das heißt, die Immunsuppression muss noch laufen und dann werden wir sehen, vielleicht werden wir auch nochmal Avastin nachinitiieren, aber ich denke mal, damit haben wir das Auge zunächst. Wie ist die Drucksituation? Ist in Ordnung? Oder? Drucksituation ist im Moment gut. Mhm. Unter der Zweifachtherapie ist der Druck so 15, 16. Die Operation, die durchgeführt wurde, ist ja langfristig etwas vorbereitet worden, ja, mit den Spritzen und den Tabletten. Haben Sie das als sehr belastend empfunden oder war das etwas, wo Sie gesagt haben, obwohl Sie noch auf dem anderen Auge ja relativ gut gesehen haben, das ist mir das wert für das Auge? Nein, das war nicht belastend. Ich war sehr zufrieden damit und ich kann nur eins sagen, ich möchte mich nochmal recht herzlich bedanken beim Dr. Gerten, dass das so geklappt hat und ich jetzt wieder einigermaßen sehen kann. Mhm. Ich habe ja nichts gesehen, ich war in Bad Hersfeld und da bin ich operiert worden und da haben die mir den grünen zuerst, Star operiert, genau. Erst den grünen und dann nachher haben sie mir die Bindehaut über die Hornhaut gezogen und da habe ich leider nichts mehr gesehen. Mhm. Und da bin ich durch Zufall hier nach Köln gekommen, durch einen anderen Bekannten. Und deswegen möchte ich noch mal mich ganz herzlich bedanken. Das ist ganz lieb, Herr Fischer. Gut. Ja, Fragen an den Patienten, Georg? Ich denke, ich würde mich auch bei Herrn Fischer noch mal bedanken, dass er heute hier war, den weiten Weg aufgenommen hat, um sein Auge zu zeigen. Applaus